Die Pflegekräfte in Bremen protestieren zu Recht. Zu wenig Anerkennung, zu wenig Wertschätzung, auch zu wenig Verdienst. Das prägt unsere Gesellschaft, leider. Deutschland schafft es, die besten Maschinen zu produzieren, aber Deutschland schafft es nicht, eine menschenwürdige Pflege hinzubekommen. Dafür kämpfe ich. Wir haben als CDU-Fraktion in der bremischen Bürgerschaft schon viel gefordert. Pflegekammer, Patientenbeauftragter, doch Rot-Grün lehnt dies ab. Das ist ein Affront gegenüber allen Pflegenden. Ich kämpfe weiter hier in Bremen mit den Pflegenden für eine bessere Pflegepolitik. Wir brauchen dringend wieder mehr Pflegepersonal, was wirklich am Bett auch tätig ist und sich um die Menschen kümmert. Das kann nicht sein, dass die, die Pflege gelernt haben, maßgeblich im Büro ihre Zeit verbringen, weil sie halt mit Pflege der Akten beschäftigt sind. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, dass die, die eine Ausbildung machen wollen im Pflegebereich, auch einen Ausbildungsplatz bekommen können. Das nutzt nichts, eine Pflegeoffensive zu starten, wie Bremen das 2011 gemacht hat, und dann am Ende nachher der Hälfte der qualifizierten Bewerber und Bewerberinnen absagen zu müssen, weil es nicht genügend Ausbildungsplätze gibt.